Wer im Verkauf arbeitet, wird wahrscheinlich mehr Geld verdienen als die meisten anderen. Warum? Weil Verkaufen ein schwerer Job ist. Warum ist das schwer? Weil Verkaufen was zu tun hat damit, dass Menschen mehr Widerstände aushalten müssen, als sie positive Botschaften kriegen. Das ist nichts für jeden. Ich danke sehr und möchte Ihnen sagen, dass ich für den heutigen Abend drei Botschaften habe. Drei Botschaften. Ich dachte erst drei Geschichten, aber ich habe Sabine Askodom zugehört und also sind es Botschaften. Botschaft Nummer eins. Hat sich zugetragen, da war ich 16, 17 Jahre alt. Ich hatte einen Job auf dem Bau tatsächlich, während ich zur Schule ging. Ich verdiente 5 Euro beziehungsweise damals 5 Mark die Stunde. Bauarbeit ist nicht mein Thema, das habe ich irgendwie schnell rausgefunden, 17, 18, aber ich hatte ein klares Ziel. Ich wollte irgendwann, nachdem ich Abitur gemacht hatte, in Detmold, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das kennen, also ich komme aus dem Lipperland, der Pivizeide, Detmold, da ist Pivizeide 2000 Seelen, Detmold schon eine große Stadt, dachte, vielleicht könnte ich mal irgendwo studieren, Sport, entweder in Köln oder in Bielefeld. Und dazu brauchte ich ein Auto, also hatte ich ein klares Ziel, Auto wäre klasse. Und ich hatte mir eins ausgesucht, ein Kadett B mit Fließheck, 1200 Mark, 45 tobende PS, 2 Aroso-Boxen auf der Hutablage. Das war mein Traumfahrzeug. Und tatsächlich, ich kriegte das auch einigermaßen zusammen. Und als ich 18 war und diesen Wagen fuhr, bekam ich ein Jobangebot, ein zweites. Achtung, Sabine hat es gesagt, Achtung, Versicherung. Da kam jemand auf mich zu, sagt, Mensch, Andreas, du kannst doch gut mit Leuten, damals mit 18, keine Ahnung, wie wär's, wenn du bei mir einsteigst? Dann sage ich, was muss ich machen? Sagt er ganz einfach, du musst Geld an der Tür kassieren. Ja, so ist es gewesen. Sage ich, was soll ich da machen? Ja, Inkasso. Das gab eine Gesellschaft in Hamburg, ich kann das heute sagen, das ist die Volksversorgung, wenn Sie noch kennen. Die haben so damals Leute eingestellt, die an der Tür tatsächlich Geld kassiert haben für Versicherungsprämie. Und das mit 18, relativ unglaubwürdig, wenn er noch mit langen Haaren sah aus wie Otto damals, klingeln. Und es war irgendwie ein schönes Gefühl, ich machte die Tür, also, und dann haben die einen Euro, also Mark, und irgendwie haben die Geld abgeliefert. Und ich sagte, was muss ich denn machen? Er sagt, der Mitarbeiter der Volksversorgung damals, bis zum 10. eines Monats musst du fertig sein mit deinem Gebiet und musst dann die Inkassi einkassiert haben. Also kaufte ich mir einen Falkplan, wer das noch kennt, machte mir eine eigene Tour und machte diesen Job und sammelte ein 4000 Mark bis zum 10. eines Monats. Und dann durfte ich die Provision behalten. Die Provision war damals 1%. 1% von 4000 Mark waren 40 Mark. Spritgeld abziehen, bleiben 20 tobende Mark über. Jetzt hatte ich ein Problem. Ich hatte auf der einen Seite den Job auf dem Bau mit 5 Mark die Stunde. Da wusste ich, was ich hatte. Das konnte ich auch. Auf der anderen Seite hatte ich diesen Job, der irgendwie spannender war, rumzufahren, zu klingeln, mit Menschen zu reden, die dir Geld gaben dafür, dass du geklingelt hast. Dann habe ich das einkassiert, 4000 Mark zur Bank gebracht. Achtung, mit 18, 4000 Mark, da war ich eine Sekunde reich. Aber eben nur eine Sekunde. Ne? Und dann habe ich die 40, dann Spritgeld und 20, ja. Und dann habe ich irgendwie ein Problem gehabt. Auf der einen Seite hatte ich was, was ich konnte, was mir was einbrachte. Auf der anderen Seite hatte ich was, was ich mochte, was aber nicht lief. Und dann bin ich damals zu meiner Großmutter gegangen, die noch bei uns im Haus wohnte, und habe sie gefragt, sag mal, Omi, was soll ich tun? Und da hat sie zu mir gesagt, Junge, es kommt nicht darauf an, was du hast, sondern darauf, was du machst aus dem, was du hast. Jo. Und jetzt? Ja. Und ich habe dann diesen Verkäuferweg weitergemacht und habe das durchgehalten, tatsächlich nicht nur zu tun, was ich konnte, sondern zu tun, was ich mochte, was mir taugte, was mir Spaß machte, was mir Erfüllung brachte. Und das ist die erste Botschaft. Finde raus, was es ist, was du gut kannst. Finde heraus, was von dem, was du gut kannst, etwas ist, was dir taugt, was dir Spaß macht, wo du Leidenschaft entwickeln kannst. Und wenn du diesen Weg weitergehst, dann könnte es gut sein, jemanden zu finden, der dich irgendwann dafür bezahlt. Denn ich glaube, was du gerne machst, machst du häufig, und was du häufig machst, machst du gut.
vielleicht irgendwann besser als alle anderen. Und das könnte ein gutes Konzept sein. Nun ist das bei mir, wenn ich mal drüber nachdenke, liebe Sabine, bis heute so geblieben. Streng genommen mache ich nichts anderes bis heute, als mit Menschen über, jeder, der im Verkauf ist, könnte das, so, ich rede mit Menschen irgendwie über Geld. Es geht ja um das Interessenthema. Ich habe ein Interesse und da gibt es ein anderes Interesse und dann schauen wir, dass wir uns einig werden. Das ist Kommunikation, erfolgreiche Kommunikation, das hat auch mit Verkauf zu tun. Botschaft Nummer 1, finde also heraus, was deine Leidenschaft ist und veredel das und schau, dass dir jemand dafür Geld gibt, dass es irgendwie etwas ist, wo du sagst, da kann ich tatsächlich meinen Weg, meinen erfolgreichen machen. Botschaft Nummer 2, kürzlich kam im Anschluss an eine solche Veranstaltung wie diese hier jemand auf mich zu und sagt zu mir, Andreas, ich würde mich gerne mit dir mal unterhalten, ich habe dazugehört, irgendwie fehlt mir so die Idee zu dem, was ich tue, tatsächlich eine Motivation aufzubauen. Können wir uns mal unterhalten? Das war dann eine Art Coaching-Situation. Ich glaube, Coaching-Situation, es war ein Zahnarzt aus Frankfurt, das ist ja immer auch ein Gespräch auf Augenhöhe. Dann haben wir uns getroffen, erst in Frankfurt, dann in Düsseldorf. Und er hat mir irgendwann erzählt, dass er Experte für Veneers wäre. Und ich wusste nicht, was Veneers sind. Und dann hat er mir gesagt, ja, Andreas, Veneers sind Frontzähne und ich mache Frontzähne gut. Aha, also seine Expertise war nicht Zahnarzt, sondern Frontzähne machen. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin kein Zahnarzt. Ich habe gedacht, wenn jemand Zahnarzt ist, dann hat er es geschafft, weißer Kittel, das bringt irgendwie auch Erfolg. Und er brachte mir eine Arbeitsprobe mit, also tatsächlich in Form von Bildern. Vielleicht können Sie sich das vorstellen, rechts vorher und links nachher. Und die Vorherbilder, die waren eher Münder, die nach unten gerichtet waren. Das waren Münder, die schlechte Zähne, geschlossene Münder, manches verborgen unter Bärten. Und dann habe ich von Wolfgang, dem Zahnarzt, gelernt, dass Menschen, die schlechte Zähne haben, gerne Bärte tragen. Das ist also nicht umgekehrt, jeder, der im Bart... Also, jetzt gucken Sie mal rechts oder links. Also, na, so. Und dann hat er gesagt, ja, und wenn ich dann fertig bin, dann auf der rechten Seite nachher zeigen die Menschen ihre Zähne. Und dann haben wir daran gearbeitet und es kam dann raus, vorher, nachher, dass Menschen, die ihre Zähne zeigen, also lächeln, vielleicht machen Sie das gerade mal eben spontan, gehen Sie mal kurz Ihren Nachbarn anschauen, lächeln Sie einmal, einmal rechts, einmal links, lächeln, ja. Merken Sie sofort, was passiert, wir haben hier im Saal eine andere Energie. Menschen, die lächeln, werden von Menschen umgeben sein, die lächeln. Und das könnte dazu führen, positive Psychologie, dass ich positive Gedanken habe, ich kriege besseres Feedback, vielleicht lebe ich länger. Ja, Menschen, die ständig Probleme haben und denken, meine Güte, wenn uns der Kopf, der Himmel auf den Kopf, das sind auch Menschen, die sagen, kriege ich vielleicht keinen Pakt. So, also die andere Seite ist dann die, die sagt, hey, das läuft schon. Und so kam er raus und das ist, was wir herausgearbeitet haben, Botschaft Nummer 2. Die Aufgabe finden, die größer ist als du selbst. Und die Aufgabe für Wolfgang war, Veneers zu machen. Das war seine handwerkliche Aufgabe. Und die Botschaft oben drüber, und das steht heute noch in seiner Zahnarztpraxis in Frankfurt, wir machen Menschen glücklich. Und er hat dann Zahnärzte gefunden, die diese Arbeit machten. Und er selber war der Unternehmer und ist der Unternehmer bis heute in Talkshows rauf und runter gelaufen, war der Erste mit Blogs und Social Media, diese Themen tatsächlich nach außen gebracht hat. Also, zweite Botschaft, finde eine Aufgabe, die größer ist als du selbst. Was hat das Ganze jetzt mit Vertrieb geht heute anders zu tun? Ich meine, wenn wir uns anschauen, in welcher Welt wir leben, schauen Sie sich an, wie die Veranstaltung hier zustande gekommen ist. Möglicherweise haben Sie im Internet davon gelesen, haben das gehört, haben das bei Facebook gesehen. Und ich glaube, dass wir Menschen dazu neigen, eine Technologie, die neu ist, die Auswirkung einer Technologie kurzfristig zu überschätzen und langfristig zu unterschätzen. Kleine Geschichte und Botschaft Nummer 3. Ich sitze an einem Sonntagabend mit meiner Familie zum Essen. Das ist Tradition. Mein großer Sohn ist 23, mein kleiner Sohn ist 17. Und das ist am Sonntagabend unser Thema. Und wir haben gesagt, wir wollen als Familie Sonntagabend 18 Uhr analog sein.
was ist analog? Was ist analog? Ohne Handy so, ja? Also wir machen richtig altmodisch Gespräch. Frage, Antwort, wir erzählen uns was, ja? Was war letzte Woche? Was ist die kommende Woche? Erzähl mal ein bisschen. Und der Große mit 23, der findet das klasse, der ist ja ausgezogen. Wenn Sie also Kinder haben, die schon ausgezogen sind, dann wissen Sie, das ist irgendwie eine andere, die kommen dann als Gäste zurück, das hat eine andere Energie. Die putzen sich auch die Schuhe, also ja, es ist irgendwie, da hast du auch keine Themen mehr mit von wegen Zimmer nicht aufgeräumt oder sowas. Und der kleine 17, der ist mitten in seiner pubertären Phase, ich weiß nicht, ob Sie so diese Kampfklasse, so das ist so halb akzeptiert, halb nicht akzeptiert, das macht er dadurch deutlich, technikfrei heißt, ein Ohr ist frei, ja, das andere Ohr ist demonstrativ mit einem weißen Kabel besetzt, das heißt, irgendwo mündet das in einem Gerät hier hin. Wir sitzen am Tisch, alles super, plötzlich sagt der Große 23 zum Kleinen, hör mal, kurzer. Jetzt ist der auch noch tatsächlich klein, hör mal, kurzer. Kannst du dir vorstellen, dass Mama und Papa Abi gemacht haben ohne Wikipedia? Da nimmt er sein Kabel raus und guckt 17, ja, guckt den 23-Jährigen an, sagt er, Wikipedia? Wikipedia ist doch was für alte Leute. Da guckt der Große mich an und sagt, Papa, weißt du, was er meint? Ich sage, weiß nicht, lass uns ihn mal fragen, kurzer. Und da sagt er, ja, also wir gehen zu Daniel Jung, Simple Club, YouTube das mal. Ich gucke den Großen an, der Große guckt mich an. Ich sage, hast du verstanden, was er in dir... Sag noch mal, da sagt er, wir gehen zu Daniel Jung, Simple Club, YouTube das mal. Soll ich euch noch was zu trinken holen? Der geht auf, holt was zu trinken. Wir unterm Tisch geguckt, war es Daniel Jung, Google, da hat es runtergeladen. Und warum ich Ihnen das erzähle, weil ich glaube... dass die Welt heute, und das ist zu den Vertriebsprofis jetzt, hybrid geworden ist. 8 von 10 Kaufentscheidungen sind hybride Kaufentscheidungen. Online gucken, offline kaufen, offline gucken, online kaufen. Selbst in den Schulen, in den Mathe- und Physikunterrichten, ich habe mir das erzählen lassen von Lehrern, wird der Hinweis gegeben, gehen zu Daniel Jung, Simple Club, YouTube das mal. Ich sehe einige Köpfe nicken. Das heißt, da ist offensichtlich etwas passiert, was Wissen vermittelt, was Spaß macht, was übrigens auch optisch nett anzusehen ist, dieser Daniel, also die sehen ja auch wirklich alles scheiße gut aus, alter Schwede. Weißt du, so mit, wie das eben so sein muss, mit einem kleinen Tattoo und schönen 40er kalt und dann, also eben so, jo. Und dann sagen die, können wir mal schauen und Musik und so weiter. Und das ist das, was wir heute erleben. Ich glaube, dass der Kunde von heute viel mehr Experte ist als je vorher. Dass jeder Kunde heute kritischere Fragen hat als noch von vor 10 Jahren. Das bedeutet, dass der Verkäufer heute oft getrieben wird vom Kompetenzwissen des Verkäufers, der heute der neue Experte ist. Und wer als Verkäufer seinen Text nicht kennt, wer an dieser Stelle nicht wirklich weiß, was er sagen soll auf Fragen zu Produkten, Dienstleistungen, auf Preisverhandlungen etc. pp., der ist den Kunden los. Und jeder, der im Verkauf ist und arbeitet, weiß ja, ist der Kunde einmal weg, könnte es schwer sein, ihn zurückzuholen. Übrigens, wenn Sie eine Idee für sich brauchen, wie Sie Texte entwickeln, gibt es eine Texte-Entwickelkarte. Schauen Sie mal drauf, was Sie tun können, um Ihre Botschaft für heute Abend auf den Punkt zu bringen. Wenn Sie also gleich draußen in der Pause ins Gespräch kommen mit Menschen, die Sie fragen, sag mal, was machst du denn so? Wer hat dich denn eingeladen? Wie findest du das so? Da geht es ja immer um die Frage so, hast du eigentlich eine Botschaft, die ich gut gebrauchen kann, ja oder nein? Bist du Teil meines Problems oder Teil meiner Lösung? Und wenn Sie dann eine Aussage haben, die auf den Punkt kommt, dann ist es doch prima. Wer heute lange rumredet und nicht tatsächlich auf dem Punkt ist, der wird abgewählt. Botschaft Nummer 3, bringe deine Texte zum Punkt, bringe tatsächlich deine Berufsvokabeln in die Neuzeit. Zum Abschluss möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, von der ich glaube, dass sie für jeden, der in der Kommunikation unterwegs ist, wertvoll ist. Hat sich Folgendes zugetragen in den USA, als Barack Obama noch Präsident der Vereinigten Staaten war und gerade zur zweiten Inauguration fährt, die Limousine wird betankt, er war mit seiner Frau gemeinsam unterwegs und plötzlich steigt Michelle Obama aus dem Fond der Limousine aus, sieht den Tankwart, geht auf den zu, drückt den, herzt den, knuddelt den
während Barack Obama in der Limousine sitzt und sich das anguckt, denkt, meine Güte, was dauert das? Sie kommt zurück, sie setzt sich hin, das Auto fährt langsam los. Und er fragt sie so nach einer Anstandsminute, sag mal, Schatzi, was war das denn gerade? Ja, sagt sie zu ihm, Schatzi, weißt du, das ist ja ein alter Schulfreund, den habe ich lange nicht gesehen und war schön, dass ich ihn hier wieder getroffen habe. Das war wirklich ein toller Moment. Daraufhin sagt er zu ihr, du hör mal, du weißt schon, wenn du ihn geheiratet hättest, wenn du ihn geheiratet hättest, dann hättest du jetzt eine Tankstelle. Daraufhin sagt sie, falsch. Wenn ich ihn geheiratet hätte, wäre er jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Das heißt, meine Damen und Herren, wenn Sie sich aufmachen, Karriere machen wollen, wenn Sie tatsächlich, ob im Verkauf, in der Führung, wo auch immer, etwas aus sich machen wollen, ist es wichtig, aus den Träumen zu erwachen, die wir haben und sich zu entscheiden. Und so zu agieren wie die Duellanten im Mittelalter, die das Schwert aus der Scheide gezogen haben, sich entschieden haben, in den Kampf gegangen sind, mit dem klaren Ziel zu gewinnen. Und wenn Sie das erreichen wollen, ist es gut, Stichwort Partnerschaft, sich mit jemandem zu umgeben, der Sie motiviert, Umfeld prägt, die Iren sagen, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, in welche Richtung du gehst. Den richtigen Partner finden, die richtige Partnerin finden. Wer im Vertrieb Karriere machen will und zu Hause eine Baustelle hat, der wird dauerhaft keinen Erfolg haben. Ich glaube, es ist wichtig, sich an der Stelle ja, die richtigen Menschen für sein Umfeld zu suchen. Ob Mann oder Frau, das richtige Partnerschaftsmodell zu haben, die richtigen Menschen zu finden, eine Mannschaft zu haben, die sie nähert. Und dann eins zu wissen, wer im Verkauf arbeitet, wird wahrscheinlich mehr Geld verdienen als die meisten anderen. Warum? Weil Verkaufen ein schwerer Job ist. Warum ist das schwer? Weil Verkaufen was zu tun hat damit, dass Menschen mehr Widerstände aushalten müssen, als sie positive Botschaften kriegen. Das ist nichts für jeden. Genauso wie Anwalt nichts für jeden ist, wie Steuerberater nichts für jeden ist, wie Arzt werden nichts für jeden ist, Verkäufer werden nichts für jeden. Nur wenn Sie sich entscheiden, das zu tun, und vielleicht könnte das Ihre Entscheidung sein, in die Richtung etwas mehr zu machen, dann ist es wichtig zu wissen, dass Sie, wenn Sie sich entscheiden und in eine Richtung gehen, aufstehen und sich das Bild verinnerlichen, dass ein Gewinner immer auf einem Berg von Frust, Niederlagen und Enttäuschung steht. Und wenn Sie wissen wollen, wie sich das anfühlt, ein Gewinner zu sein, darf ich Sie bitten, jetzt einmal aufzustehen. Sie stehen jetzt einmal auf. Jetzt wissen Sie, wie sich das anfühlt, ein Gewinner zu sein, aufzustehen und etwas zu machen. Und etwas zu machen aus Ihrem Leben. Fangen Sie jetzt damit an. Karriere, meine Damen und Herren, findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Vielen Dank und ein gutes Gelingen. Vielen Dank, lieber Andreas, für diesen genialen Vortrag. Und von dir möchte ich jetzt gerne wissen, wie sieht es denn mit dir aus in deinen Business-Kompetenzen? Hast du es wirklich drauf? Achtung, mach jetzt die Business-Erfolgsanalyse von Gedankentanken. Und dort findest du die Stärken, die Schwächen, die Potenziale, die du noch heben kannst. Und auf eine unheimlich ehrliche Art und Weise. Also, wie sieht es bei dir aus? Das, was der Andreas gesagt hat und noch viel mehr. Wendest du dasselbe an, mach jetzt die Business-Erfolgsanalyse.